Okay. Ihr seid doch zwei Chars von den unterschiedlichen Battle-Nets, oder? Wir sind zwei Chars von unterschiedlichen Battle-Nets, ja. Ich bin Battle.net 1 und ich bin Battle.net 2. Aha. Aha. Ich verstehe. Habe ich für dich gebaut. Oh, cool. Handeln. Oh, handeln. Cool, danke. Gerne. Ist das der... Ja. Der für überall. Geil. Dankeschön. Ja, gerne. Ich hab den noch nicht. Ich muss mir noch einen bauen gehen. Oh. Alles klar. Ich muss die mal kurz in der Gildenbank parken. Weil das Inventar ist bei denen so voll. Nicht, dass ich die auch, weil ich kann die mit denen nicht lernen, wegen Ingenieur. Ja, die musst du dann nachher, aber dann hat mal jeder Account einen. Genau, und dann aber ich würde sie quasi einmal in der Gildenbank parken wollen. Weil, genau, das wäre schade drum. Machst du gerade eine? Nee. Ah, den Bronto. Verkauf sie nicht und stellt mir dann den Bronto hin. Genau. Ich wollte das verkaufen, was ich hier gesammelt habe. Ach so. Würde mein Inventar lernen. Sehr schön, danke. Ach, eine Gildenbank. Ja, hier steht gerade eine Gildenbank, falls jemand eine braucht. Ganz zufällig. Dieser, kann ich in die Gildenbank gucken? Ja, kannst du. Bist du? Alles klar. Ich habe nämlich tatsächlich was für die Gildenbank. Drei Schaldurei sein. Sehr schön. Ihr könnt diese Gildenbank... Achso, ich will das auch gar nicht in die Gildenbank legen. Der hatte doch irgendwo das Haustier da. Aber da sich bei diesem Ding halt um mein Spielzeug handelt... Ja. Brauchst du das dann ja eben auf jedem Account einmal und dann sollte das ja eigentlich jeder benutzen können. Genau. Korrekt. Nein, also das müsste ich jetzt quasi nur einmal mit dem Ingenieur lernen auf beiden Battle.nets und dann habe ich den. Und dann brauche ich nur noch die Farmchars, also quasi. Obwohl okay. Der Filter für Nutzbare nicht drin ist, kann ich das trotzdem nicht angucken. Also kann ich das trotzdem nicht sehen. Das kann ich nur mit dem Inji sehen. Oh, was ist das? Oh. Ich habe noch. Oh, lecker, ein halb gegessener Schoko. Mahlzeit. Oh, eine Kiste, eine Kiste, in einer Kiste. In eine, oder so ähnlich. Ich werde den mal essen. Moin, Evolutioner. Du hast eine wichtige Frage im Discord gestellt. Muss gestehen, ich gucke mal. Guten Tag. Erste Frage, bin ich da? Nicht im Discord. So, danke für den Follow. Das war ein Scherz, Kiss. Genau, so. Char greift den Mob an, die anderen nehmen ihn nicht ins Visier und machen keine Attacken. Okay. Hast du mal Alt-A ausprobiert, ob das Assist grundlegend bei dir funktioniert? Jena? Ja. Wir sind ja hier fertig. Wir sind hier fertig. Dann brauchst du uns ja nicht mehr. Das stimmt. Ich komme klar. Und bei der Beantwortung der Fragen können wir dir auch nicht helfen? Nee, das stimmt. Okay, dann vielen Dank nochmal für den Plünderern. Ja, sehr gerne. Dann noch viel Spaß und wenn du willst, dann schnei wieder rein. Jo. Beagle. Beagle. Tschüss.
Hallo? Ah, wunderbar. So, Alt-A funktioniert auch nicht, Alt-F für Folgen geht aber. Das Auto-Inviten geht auch nicht, okay? Ich muss gestehen, ich kenne den Guide von John Cool nicht genau, aber eigentlich gehst du ja. Im IS-Boxer einfach nur die ganzen Schritte durch. So. Boah, ist das hell. So, du könntest mal schauen, ob die Keymaps unter Always On, da müsste eigentlich. Moment, also. Inviten geht nicht, das ist jetzt in dem Sinne nicht schlimm. Sind deine Chars auf dem gleichen Server? Und heißen deine Chars eventuell sehr ähnlich? Also es gibt Probleme, wenn deine Chars Alfred und Alfred A heißen. Okay, gleicher Server ist schon mal gut. Okay. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich überlege gerade, ob. Komm gerade nicht drauf. Wenn das Assist nicht funktioniert. Also du könntest einmal, also eigentlich müsstest du das ja alles sozusagen, wenn du den Wizard durchgehst, eigentlich alles ausgefüllt werden. Classic oder Retail? Das Grundprinzip müsste ähnlich sein. Okay, Classic. Ich sag mal, das meiste funktioniert in Classic ähnlich bis gleich wie im Retail. Tatsächlich, also da sollte es keinen Unterschied geben. Also was ich auch schon hatte, dass es auf Anhieb nicht funktioniert hatte, da habe ich das Team einfach nochmal neu erstellt. Hast du den Wizard einfach nochmal durchlaufen lassen und sozusagen alle nochmal neu erstellt? Das wäre mein erster Ansatz, weil ich hatte das auch einmal im Team, da hat sozusagen fast nichts funktioniert und einfach Team in IS-Boxer gelöscht, inklusive Chars neu. Okay. Hast du eventuell deine Tastaturbelegung in-game umgestellt? Das könnte sein, dass dadurch Fehler passieren. Der Standard-Wizard geht ja davon aus, dass er sozusagen deine Standardbelegung benutzt. Also da könnte es sein, dass dadurch der Fehler entsteht. Ich guck einmal ganz kurz, wo ist. Wo das war.
Danke für den Sub, Evolution. Dankeschön. So, Moment. Kann das angenehm, dass der Game Helper gewesen war? Okay, das ist alles extra von mir. Moment. Also es wäre sonst tatsächlich mein erster Ansatz. Wenn das für dich nicht zu kompliziert ist, stell mal deine Tastaturbelegung in-game auf Standard zurück, ob es dann funktioniert. Also tendenziell sozusagen auf allen fünf Battlen, also fünf Accounts, die du benutzt. Ja, ich hab das befürchtet. Benutzt du die Zahlen 1 bis 0, um deine Aktionsleiste auszuführen, oder benutzt du da andere? Nein, gar nicht. Okay. Alles klar. Das erklärt, warum das schon mal nicht funktioniert. Weil standardmäßig, Moment, das ist jetzt etwas her, aber... Ach so, ich habe das bei mir anders. Ich habe bei mir so eine Mischung aus dem aus dem Pro-System. Moment, du müsstest... Warte. So, ich mache mir einmal ganz kurz ein Backup von meinem File und dann legen wir einmal kurz ein neues an. Also. Also, einmal leeres Profil. So, du bist den Quick Setup Wizard durchgegangen. Willst WoW spielen. So, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche, ohne was einzustellen, weiter. Tesa, genau. Ich wollte Tesa schreiben und nicht Test. So, bei drei Charakteren machen wir genau ein Bildschirm. Also ich stelle das jetzt nicht ein, dass es funktioniert. Mir geht es nur darum, dass das einmal standardmäßig kontrolliert wird, eingestellt wird. Dass wir einmal das hier, ich ändere hier jetzt nichts weiter. Also das sind alles die Standardtasten. Und klicke einmal auf Finish. So. Und dann hat man meines Wissens. Und da... Genau, unter Combat Broadcast Hotkeys. Da hast du drin stehen, welche Tasten sozusagen auf die anderen weitergeleitet werden. So, und wenn du die Tasten 1 bis, bis gleich, beziehungsweise ja, diesen Apostroph da sozusagen nicht benutzt, dann musst du dir die ändern. Das heißt, du musst einmal den Hotkey auf deinen entsprechenden anpassen. Na, also jetzt zum Beispiel Q, okay, und dann möchtest du bei allen anderen Combat Broadcast, Moment, nee, genau, ja, du möchtest das mit Q auslösen. Das ist aber Blödsinn, weil du willst ja, dass die... Ah, genau, hier ist es, genau. Map Key, und hier stellst du ein, welche Taste nachher tatsächlich gedrückt wird. Okay, also das heißt, sorry, ich habe das länger nicht gemacht. Also hier beim Map Key
Merkt ihr, wo du das Backup abgelegt hast? Ich hab's in meinem WoW-Ordner drin. Also, wie gesagt, unter Combat Broadcast Hotkeys. Dort trägt man, also nur unter Hotkeys, trägt man immer ein, welche Taste man drücken möchte, damit was passiert. Mache ich jetzt hier aus der 1, habe ich das Q gemacht. Und Combat Broadcast, das ist das, was tatsächlich ausgeführt wird. Hier musst du sozusagen in den Step Rein gehen, genau. Und hier sozusagen dann auch das Q auswählen, sodass er dann auf allen das Q macht. So. Und ich vermute mal, dass du dir auch dein Assist irgendwie umgelegt hast. So, und der müsste auch irgendwo drin sein. Gucke. Party Key Map. Assist me. Nee, Moment. Genau, du assist me in Keymap Self. Nice Key. Also hier steht ja immer, wo er hingeht sozusagen. Also er macht dann WoW assist me. Okay, das müsste eigentlich funktionieren. Also das heißt, diesen Schritt brauchst du gar nicht. Das sollte er eigentlich übernehmen. Ansonsten. Im Wizard am Ende. Hast du hier die Einstellung, wenn du die im Ingame geändert hast. Also das heißt, hier stellst du ein, wenn du jetzt Follow, Assist, Target, Interact with Target alles Ingame umgestellt hast, dann trägst du hier nochmal deine Ingame gesetzten Buchstaben ein. Und dann möchte ich mich so weit aus dem Fenster legen, sollte es funktionieren. Klingt einleuchtend und logisch. Ich hoffe es. Das Gute ist ja, das Video kannst du dir sonst nochmal angucken. Aber genau, mit den Einstellungen müsstest du eigentlich ans Ziel kommen. Ansonsten gerne nochmal fragen. Wait. Speichern. Ah, was sitzt ihr denn so faul hier rum? So. Alles klar. So, wir wollen die Druiden oder müssen die Druidenkampagne weitermachen. Also auf zum Traumpfad. Ich wünsche dir auch viel Erfolg. Ist das deine erste Box, die du spielst? Oder? Also ich würde fast schätzen, dass ja, aber. Kann ja auch sein, dass es schon einfach nur ein paar Tage her ist. Ja, die erste, alles klar. Dann viel Erfolg. Gildenerfolg. Mal gucken, ob die Quests schon, nein, wie heißt das? Und schon durch sind? Natürlich nicht. Im Gange. 16 und 15 Minuten, alles klar, das ist absehbar. Ich glaube, wenn ich mich alles täuscht, müssen wir irgendwie Guide an. Genau.
Wir sind gerade dabei, die Dungeons abzulaufen. Gezwungenermaßen. Aber zum Glück ist das kein Problem. Hallo, du da. Da blinkt's, da wollen wir hoffentlich hin. Ich hoffe, der Guide weiß, was er tut. Mit dem Ausrufezeichen muss ja mal gibt es übrigens noch 97 Punkte für zukünftige Gewinnspiele abzugreifen. Eberkätzchen. Haben wir doch. Wenn man das so einfach kriegt, ist das was wert? Vermutlich. Bäh. So, das ist kein Flugtier. Säbel. Ach, Säbler. Okay. Oh, 184 Gold. Dann wohl nicht. Lohnt sich nicht, das zu verlieren. Ich hab's ja fast befürchtet. So. Also, entschuldigt, ich war kurz abgelenkt. Einmal noch den. Wir sind durch mit dem Rufgefarme Hype. Da kannst du ja einmal den Knopf drücken zum Pets heilen. Ach so. Ja. Ach, das geht im Flug. Na, GZ. Stimmt, ich hatte ja neulich die eine Weltquest versucht. Wo der Guide nicht ganz funktioniert hat und ich den gesagt habe, gut, denn nicht. War richtig hartnäckig. Zweimal habe ich es versucht. Ich weiß nicht, Pet-Weltquest oder Pet-Quests gehen, wenn die Guides funktionieren, die ich dafür finde. Wenn nicht, dann nicht. Wir haben doch mittlerweile. Was trinkst du? Ah, danke der Nachfrage. Ich trinke Pepsi Light Lemon. In diesem Sinne Prost. Warum frage ich überhaupt noch? Ja, ich glaube, wir haben noch 7, 8 Sixpacks sind noch da. Moin, Xero. Okay, ich war gar nicht gemeint, merk schon. Oder er meint uns beide, das könnte natürlich auch sein. Ich dachte, er meint euch beide wegen Chat und so. Muss ja mal. Gibt's im Moment noch als Raffle für 97 Punkte. So. Plural. Naja, du weißt doch, Thermis treten ja fast überall im Doppelpack auf, oder wie war das? Alles klar. War mein zweiter Gedanke. So, jetzt hat er uns hier abgesetzt. Oh, so weit müssen wir noch laufen. So, aber was... Ah. Moment, ich muss einmal ganz... Was heißt muss? Ich möchte einmal ganz kurz den Hype umarbeiten, weil wir haben doch jetzt über Better TTV ein paar... A-Symbole drin. Kann das doch eigentlich auch mit T79 Hype beginnen.
Und dann machen wir das einfach mal für den Sub von Evolution, ne? Nochmal ein Sub-Hype. Ah. Das sieht doch schon etwas netter. So, weiter geht's. Da unten ist ja da fast runtergesprungen wegen der Blume, aber wollen wir gar nicht. Wir wollen da hinten hin. Also ich sag da hinten. Das Ding hat bestimmt auch einen Namen. Zenster. Nee, muss ich sammeln. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Irgend so eine Ini halt. Das ist ja fetzig geworden. Ja. John. Hat Termi Frau gut gemacht. So, hier. Da ist ein Eingang. Das wird er sein, oder? Ja. Doch. Ja. Leuchtet so. Ja, okay, dann nicht. Das meinte ich gar nicht. Ich meinte, wie du das jetzt reingebaut hast. Ah. Alles klar. Ja, ich war mir überlegen, eventuell in der Mitte noch einen, aber ich glaube, dann wird das zu viel. Zwei reichen eigentlich. Okay, das ist... Ich merke gerade, das ist unlogisch. Da muss man bestimmt nicht zwischen den Klippen durchlaufen.